eigentlich nicht darauf, wirklich nicht. Aber vielleicht zu spezifisch. Ja, es gibt ja Titel, an die kann man sich auch gar nicht mehr erinnern. Ne? Die hört man einmal am Abend und dann sind sie auch wieder weg. Bleiben nicht im Gedächtnis. Aber es gibt auch Titel, die es geschafft haben, über Jahrzehnte, ja, ihren Bekanntheitsgrad zu halten. Weil wenn man so Namen nennt wie ABBA, fällt dann natürlich Wörter ein. Hört man Johnny Logan, dann denkt man an What's in the Idea oder Hold Me Now oder Brotherhood of Man. Savior, kiss this for me. Savior, kiss this for me. Bye bye, baby, bye bye. Und so weiter und so fort. Und es gab eine, die hat jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal als Sängerin, genau wie Johnny Logan, die Eurovision für sich gewinnen können. Das ist Lorraine. Und sie hat damals auch ein tolles Lied gesungen, das zu Recht auch gewonnen hat. Und ja, das möchte ich euch allen jetzt ein bisschen mal wieder ins Gedächtnis rufen. So kann Grand Prix auch klingen.